Servusle, grüßt euch, schön, dass ihr reinschaut, Leute. Unsere Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Alderle im Aberration DLC. Auch heute erwartet uns nochmal ein Karkinos-Umzug. Zwei sind noch da, vier sind bereits unten. Einen machen wir noch zusammen, aber ich lege es heute auf die Mitte der Folge, dass wir nicht immer denselben Anfang haben. Morgen dann der große Karawanenumzug mit den Spinos. Dann machen wir hier dicht, Strom aus, Türen zu und gehen runter. Jetzt haben wir noch zwei Aufgaben. Heute will ich Tools unten aufsetzen, dass wir die Bauteile, die wir brauchen für die Basis, unten produzieren können. Endlich mal, da brauche ich sie nicht hin und her schleifen. Das ist das eine. Ihr seht schon, um alles ein bisschen in die Gänge zu bekommen, habe ich tatsächlich ganz viele Schmelzöfen aufgesetzt. Die machen wir jetzt aber aus. Das sind wir soweit durch, glaube ich. Das sind wir soweit durch. Das meiste habe ich nämlich schon tatsächlich verarbeitet. Heute ist Tooltime mal wieder. Tooltime bedeutet, wir werden die Tools unten aufbauen, die wir brauchen für die Materialien. Und da gehört unter anderem die große Schmiede dazu, die Industrieschmiede. Wurde von euch empfohlen, mehrfach schon, ganz am Anfang auch von den Videos, habe ich jetzt mittlerweile endlich mal gebaut. Die schaue ich mir heute an. Ich habe sie noch nicht gesehen und noch nicht gebaut. Das machen wir jetzt gleich. Die nehmen wir natürlich eigentlich auch mit, oder? Weißt du was, die nehmen wir auch mit. Können wir ja schon mal aufheben und verstauen. Ich lasse aber natürlich zwei bis drei solcher Schmieden, die wir oben benutzt haben die ganze Zeit auf der kleinen Anhöhe, die lasse ich hier. Denn die Durchgangsstation wird ja nicht abgebaut. Die soll ja tatsächlich hier bleiben, falls wir mal irgendwas machen. Moment, jetzt muss ich ein bisschen mit den Knöpfen gucken. So, die letzten Metalle. Dann ich habe 2500 Metalle ranfarmen müssen für die Industrieschmiede. Die ist sehr teuer, aber ich denke mal, dass sie nachher effektiv sein wird. Schauen wir uns an, wenn wir unten aufbauen. Wenn alles klappt heute, pass mal auf, ich habe aber noch eine kleine Zwischeneinlage dabei, die wir gleich probieren. Ich bin mal gespannt. Wir müssen es natürlich so machen, Leute, dass hier später der Strom ausgeschaltet werden kann. Das heißt, hier darf nichts mehr sein, was Strom oder Futter oder so irgendwas braucht. Das heißt, auch die Dungbeetles müssen mit runter tatsächlich. Und ich will mal einen ausfliegen jetzt. Das habe ich mir mal vorgenommen, bevor wir uns dann wieder hochporten und nackig mit dem Karkinos die letzten Dinge hier runterbringen. Jetzt pass mal auf. Ihr seht schon, hier habe ich sehr viel Eisen. Ich habe das halt alles vorbereitet, dass es heute schon mal mit drin ist, damit es alles nicht zu lange dauert. Stopp. Ja doch, das kann ich jetzt alles mal hier reinräumen. Die Dinger brauche ich nicht. Ihr seht auch, der Alderle ist ein bisschen komisch angezogen heute. Ich habe ihm einfach mal was zusammengestellt, habe nochmal ein Pärchen Wings gebaut hier, damit wir das jetzt gleich mit dem Käfer machen können. Ne? So, pass auf. Jetzt pass auf. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Eingeschaltet ist es nicht. Jetzt ist es eingeschaltet. Jetzt pass auf. Industrieschmiede. Hier ist sie, Leute. Ein sauteures Teil. Ich darf nur nicht das Falsche bauen. Zack. Lass mal durchlaufen. Ich habe noch keine Ahnung, wie groß die sein wird. Wir können sie mal kurz angucken. So. Übrigens auch herzlichen Dank fürs Schauen der letzten Videos, fürs Liken und fürs Kommentieren. Boah, ist das ein Lappen. Boah, ist das ein Lappen, Alterle. Sehr schön. Also wir werden alles provisorisch unten aufbauen. Ich habe auch das Labor vorbereitet. Passe mal auf. Genau, herzlichen Dank für die Kommentare, fürs Schreiben, fürs Mit-dabei-Sein, Leute. Ich überschneide mich immer so ein ganz kleines bisschen. Das heißt, während ich jetzt praktisch hier aufnehme, kommen noch Kommentare vom Video von gestern und so weiter. Also falls sich da mal was verschiebt oder ich schon Content drin habe, den ihr in den Tipps genannt habt, seid mal da nicht böse drüber. Ich kriege das nicht anders hin. Ne? Das ist immer ein Tag-Versatz ist schon mit drin. Habe ich schon mal gesagt, ich sage es ab und zu gerne mal dazu, dass sich keiner wundert. Jetzt pass auf, dieser Karkinos ist der heutige, mit dem wir mal heute runtergehen. Genau, hier. Ich habe uns natürlich einen Fabrikator gebaut für unten und den Labortisch. Da freue ich mich drauf. Und jetzt haben wir auch noch die Schmiede hier. Dann können wir unten wunderschön Tools durchjagen, beziehungsweise Material. 117er Karkinos haben wir noch und hier unser Chef. Da nochmal bitte ans Voting denken, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Voucher.de/voting. Wir voten den Namen für unseren weiblichen Karkinos. Ich sag's dazu, weil wir haben ganz viele Männernamen mit drin. Ich lasse trotzdem drin, Leute. Ist ja eure Entscheidung mit, ne? Community-Namen sind Community-Namen. So, Leute. Dann sind hier die letzten Dinger. Kühlschrank wird dann natürlich abgeschaltet. Die Inhalte müssen wir dann mitnehmen morgen. Aber wenn wir mal ganz kurz schauen wollen zusammen. Wir haben morgen eine wunderschöne Runde vor uns, quer durchs blaue Biom. Wir werden wahrscheinlich oben den Hauptweg nehmen. Das sieht man jetzt gar nicht so richtig. Ich traue mich auch nicht runter ohne Licht. Die Nameless spawnen immer näher an der Base. Wir haben vier Spinos, die Karawane morgen abzeichnen werden oder abbilden werden. Alle über 100. Also das wird mit Sicherheit lustig, wenn wir da quer durchs Gebiet zu unserer Höhle marschieren. Die Pflanze werde ich abreißen. Die Käfer ausfliegen. Der Spino bzw. der Stego, der kann jetzt auch mal rein. Das machen wir auch noch gleich fertig. Ihr merkt schon, wir sind in Aufbruchstimmung. Und an der Stelle mal meinen herzlichen Dank, dass ihr da mit dabei wart, dass ihr mich begleitet habt. Von sechs Karkinos waren wir ja doch zwei oder drei Runden zusammen unterwegs. Ist natürlich immer so ein bisschen, wenn sich dann alles wiederholt
Weißt du, weil gestern sind wir ja denselben Weg auch schon küpft und so weiter, aber das gehört dazu. Anders kriegen wir das ja nicht runter, das Zeug. Ich habe mich hier so ein ganz kleines bisschen zu arg ausgelebt an dieser Zwischenstation, in Anführungszeichen. So, pass mal auf, bau mal eine Barrikade hier weg. So, die heben auch noch auf. Du gehst natürlich auch mit runter. Es bleibt hier kein Tier zurück. Die Mainbase vorne ist was anderes, ne? Wir suchen auf jeden Fall, sobald wir den. Boah, haben aber Glück gehabt, dass er da durchpasste. So, Diggerle, du kommst auch noch mit. Bist du schon wieder gestiegen? Er ist gestiegen. Natürlich, für das blaue Biom schadet ein bisschen Gesundheit nicht und ein bisschen Gewicht, dass wir auch schön damit was farmen können. Perfekt. So. Also, kein Tier bleibt zurück, keine Pflanze bleibt zurück. Wir brauchen irgendwann einen Rock Drake unbedingt, Leute, dass wir auch schnell wieder hochkommen. Weil ich glaube, das machen wir auch die Tage einen Test von der Mainbase zu Fuß ins blaue Biom in unserer Höhle, also mit den Wings. Ich will das einmal getestet haben. So, jetzt laber ich und laber ich und laber ich. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich nichts falsch mache. Die Tools bleiben erstmal noch hier. Denn eine Offscreen-Runde Kakino habe ich noch. Da will ich tatsächlich hier oben vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Kristalltechnisch, das bleibt jetzt hier. Das bleibt jetzt. Wir fliegen runter und porten uns hoch. Ich brauche eigentlich nichts, weil alles, was ich jetzt nämlich dabei habe, muss unten bleiben. So, Leute, komm, auf geht's. Ich habe extra so ein bisschen Gruschelrüstung zusammen. Außer dieses eine, ich weiß nicht, wo wir das her haben hier. Die da, die habe ich irgendwann aus so einem Loot-Drop-Dings rausgeholt. Die scheint richtig gut zu sein, ne? Zumindest hat sie ziemlich gute Werte. Jetzt pass auf. Ich kann natürlich jetzt nur eins nehmen. Wir werden. Es muss jetzt klappen, Leute. Es muss jetzt klappen, dass wir direkt in die Höhle fliegen. Sonst habe ich nämlich keinen. Sonst habe ich nämlich keinen Balbdog dabei. Ist natürlich wieder so eine kleine Risikoaktion, die auch nach hinten losgehen darf von mir aus. Plane ich alles ein. Dann holen wir uns halt einen neuen Dung Beetle. So, Leute. Wir gehen jetzt zum Zehnkäfig und von dort aus starten wir einfach mal. Es muss ja irgendwie möglich sein. Ich muss mich halt an die Sachen auch gewöhnen langsam. Die Klettereisen benutze ich kaum. Den Wingsweetie habe ich noch nie richtig benutzt, ne? Das geht schon mal, das ist schon mal gut. Er verliert den Käfer nicht. Ich bin so gespannt. Also der Ablauf jetzt, jetzt haben wir schon wieder 7 Minuten rum, aber wir haben vorbereitet und gebaut, ne? Ablauf wäre jetzt tatsächlich, den Käfer runterzubringen, gucken, ob das klappt. Hochporten, ne, mit dem Schnellreisebett. Und Kakinos geschnappt, runter, Tools aufgesetzt, befüllt mit Material, dass wir da unten so schnell als möglich anfangen können zu bauen. Jetzt pass auf, ich hopf doch jetzt am besten hier einfach mal rüber. Ja, komm, mach einfach mal, Alterle. So, wie habt ihr gesagt, mit der Taste, das war nix, ne? Das war nix. Also man darf sie wirklich nur kurz antipsen. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, dass ich es tatsächlich von hier aus schaffe. Ja, das muss in der Luft sein. Also so knapp über dem Boden dann nach oben abheben geht nicht, ne? Wir brauchen so einen Rock Drake, was man mit dem anstellen kann. Ich habe natürlich da im Vorfeld schon so ein bisschen nachgelesen. Ich brauche so einen Rock Drake. Ich weiß nur, dass es sau schwer ist, ne? Haben wir jetzt schon festgestellt. Aber wir müssen das irgendwie bewerkstelligen. Und wenn es eine Kamikaze-Aktion wird. Vielleicht baue ich mir auch. Wir lassen uns was einfallen. Jetzt bauen wir ein bisschen Basis unten, dass wir Sicherheit haben. Und dann versuchen wir irgendwann demnächst mal so ein Try, ne? So, pass auf, Leute. Also, nur kurz antippen. Das war zu viel schon wieder. Sorry, müssen wir kurz durch. Wie gesagt, ich übe das kaum. Ich komme ja nicht dazu vor lauter Base-Building, vor lauter Base-Building. Ein Versuch noch. Wenn nicht, laufe ich tatsächlich jetzt da vorne übers Wasser ohne diesen Gleiter. Wir müssen da jetzt. Ich will das jetzt wissen. Ich will das auch können. Andere können es auch. Dann schaffen wir es auch, ne? So, nur kurz antippen, nur kurz antippen. So, kurz antippen ist so. Ah, okay, mehr darfst du nicht. Ist natürlich eine. Wow, packen wir das? Yo! Yo, ist das geil! Ab und zu nochmal ein bisschen hoch wieder. Schwupp, jetzt, wenn ich länger drauf bleibe, knallt er voll runter und ist tot, ne? Wow, Alter, ist das cool, guck mal. Ist das cool, oder? Jetzt müsste ich nur noch den Weg hundertprozentig wissen, dann wäre alles super. Oh, er zittert gerade ein bisschen. Wow, so ist es auch geil. Wow, aber so ist es cooler, dann sieht man ihn. Ey, wo war denn das? War das schon hier, Leute? War das schon hier? Ich weiß es gerade nicht, aber der zittert ziemlich. Ah, ne, hier ist erst der Wasserfall. Jo, aber das packen wir. Da unten ist unser Legerle. Unser Legerle. Was passiert denn, wenn ich jetzt lang drauf bleib? Ah, okay, so geht's auch. Boah! Wir sind aber da! Wir sind da, Leute! Okay, ich bin rausgeflogen. Außerhalb. Wow! Oh, scheiße. Das waren die Einfrierblumen. Und ich habe nichts dabei. Oh, nein, Alterle. Und dann stirbt er an so einer blöden Stelle. Und das dauert ewig. Und ich muss mal gucken, ob wir da drin Bären haben. Ich sehe gerade nämlich nichts. Wow, aber ich habe den Beetle. Jetzt müssen wir auch gucken wegen den Nameless. Ich habe nämlich kein Licht an. Ist wieder so eine spitze Aktion jetzt. Ah, verdammt, die Blumen.
Okay, aber den Dungbeetle habe ich unten. Das war ja das Ziel. Jetzt pass auf. Sehe ich hier was? Wenn ich kurz reingucke, haben wir hier irgendwelche Bären? Die... Hört ihr es? Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das sind die Typen. Ich weiß nur nicht, wo die gerade sind. Habe ich hier irgendwelche Bären? Ich will nicht sterben. Ich habe aber genug Leben, ne? Hey, ich sag mal, ja, im Stego draußen, aber jetzt sind natürlich die Typen draußen. Da wird jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Oder habe ich die schon hier reingeräumt? Nee. Leute, überleben wir das? Diese Stimulantien bräuchte ich jetzt, ne? Die habe ich bestimmt oben noch. Nameless Gift schlucken. Ich trau mich nicht raus. Gib mir mal so einen Bulbdog geschwind her. Das ist jetzt der Dungbeetle. Hier ist einer. So, pass auf. Wie habe ich denn das jetzt gemacht vorhin? So habe ich es gemacht. Auf die Maustaste. Dann kann ich jetzt das Licht nämlich immer schalten, wie ich Bock habe. Jetzt ist er aus. Jetzt ist er an. Ne, wir packen das. Ich bin ja nicht drin stehen geblieben. Geh mal kurz hier auf die Krake drauf. Ich weiß nicht, wo die Nameless sind. Die sind ja noch nicht tot. Es hat ja niemand gekämpft. Scheiße, jetzt liege ich hier im Dreck. Aber ich bin erleuchtet. Wie lange muss ich denn jetzt warten? Ich habe auch nichts dabei, gell? Ich habe nichts dabei. Ich komme jetzt eh nicht mehr ins Inventar. Jetzt ist es vorbei. Ach, Leute, jetzt müssen wir kurz warten, bis er sich ausgeruht hat hier. Aber Leben haben wir noch genug. Über uns ist ein Karkinos. Wir müssten es eigentlich überleben. Ich könnte diese Stelle ja mal versuchen, irgendwann vorzuspulen. Ich muss nur schauen mit meinem Programm, wie ich das bewerkstelligen kann. Dass wir da zukünftig vielleicht gerade so ein ganz kleines bisschen abspulen, weißt du? Oh oh. Alter, auf was warte ich jetzt hier gerade? Wahrscheinlich bis diese Sternchen hier am Abklingen sind, ne? Ja, sie gehen runter, wir sind gleich da. Haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Ein bisschen länger in den Blumen drin stehen bleiben oder die Nameless angelockt, nicht durch den Zaun gekommen, wäre es schon wieder vorbei gewesen, ne? So, Leute, 3, 2, 1 können wir fast schon rückwärts zählen. Aber es hat geklappt. Wir kommen ohne Absetzen tatsächlich darüber. Hey, ist das super. Ist ja super. Jetzt brauchen wir nur noch die, ja, Alterle, gerade noch so. Schnapp dir dein Bulbdog. Und jetzt müssen wir nämlich ganz kurz gucken, wo die Nameless-Attacke hier war. Die ist meistens außerhalb vom Zaun bis jetzt immer gewesen. Hier sehe ich keinen. Dann ist es vielleicht da vorne. Vorne spawnen sie gerne. Aber auch außerhalb vom Zaun. Ist ganz selten, dass mal einer drin gewesen ist bis jetzt. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Im Moment sehe ich keinen. Im Moment sehe ich keinen. Da draußen läuft aber irgendwas rum. Ein Frosch. Da ist ein Frosch draußen. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir runterkommen, Leute. Also das hat geklappt, sind wir uns einig. Bisschen Übung, dann kann man da wunderschön runtersegeln. Zeige ich euch das jetzt? Ich zeige es euch nachher. Wir gehen gleich nochmal runter. Ich will die Sachen runter haben, dass wir aufbauen können. Dann machen wir das in einem Atemzug. Jetzt pass auf, Leute. Lieber Bulbdog, wir kommen ja jeden Moment wieder. Das heißt, ich habe mittlerweile auch so viele Bulbdogs hier unten. Einer, zwei, drei. Ihn habe ich schon runtergeschleift. Ja, komm, dann können wir einen mal brennen lassen. Jetzt muss ich nur die Sachen hier wieder loswerden. Pass, Emol, uhuhuf. So, die Geschichte ist super. Wir brauchen jetzt auch gleich nichts. Ich muss mich oben kurz stärken und dann geht's ab. So, pass auf. Schnellreise zur Durchgangsbasis und ab geht's. Super, dass es geklappt hat. Ich dachte, das nehme ich mal mit rein heute. Ich muss es ja irgendwann mal probieren. Und wenn man nur am Vorbereiten ist und am Farmen, hat man ja fast keine Zeit mal geschwind irgendwie, ne? So, meine Lieben, das meiste passiert jetzt praktisch nochmal offscreen mit dem Karkinos. Hier, denkt dran an das Voting, Leute, wir brauchen den Namen. Ich würde es gerne am Freitag rausnehmen. So, jetzt nehmen wir natürlich gleich wieder ein Tier mit auf die Schulter. So, wie ist denn das jetzt? Wir haben zwei Karkinos, das heißt, ich kann noch vier Tiere tragen. Morgen nehmen wir noch einen, der leuchtet. Dann haben wir noch einen Käfer. Also, wir nehmen jetzt praktisch den... Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir nehmen jetzt den zweiten Dungbeetle mit und wir nehmen den Stego mit und das Schultertier. Dann sind noch kleine Tiere mit Pupsi, drei Stück oben. Das mache ich dann offscreen. Genau, einen auf die Schulter, zwei in die Schaufel. Und dann haben wir nur noch die Spinners oben. Perfekt, muss ich kurz nachdenken, Leute. Jetzt pass auf. Schauen wir nochmal ganz kurz durch, ob wir noch irgendwas mit runternehmen müssen. Hier ist nämlich auch noch jede Menge Zeug drin, glaube ich. Jetzt pass auf, ich muss gucken. Die Klimaanlagen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das können wir alles in die Spinners einlagern. Ich wüsste jetzt nicht, was hier noch dabei ist, was wir heute brauchen. Das Wichtigste sind nämlich die Tools. Schauen wir hier noch kurz nach. Ich habe auch schon die Schränke abgebaut, zum Teil, die wir nicht brauchen, damit es hier nachher wirklich ordentlich ist, ne? Die lasse ich mal noch oben für den Fall der Fälle. Ansonsten ist auch hier... Kann ich das? Nee, das muss ich tatsächlich hier rübernehmen und kann es dann erst verbrauchen, ne? Ja, ist okay. Ist ja kein Problem. Dann mache ich das jetzt hier auch nochmal so. Schwupp. Alles klar.
Dann passt es, Leute. Dann habe ich, glaube ich, alles eingelagert. Ich schaue nochmal nach. Wichtig ist für mich, diese Schmiede aufzusetzen heute, ins Labor und den Fabrikator. Ich hoffe... Au, Benzin, siehst du, muss ich auch nochmal ganz kurz nachschauen. Muss ich nochmal kurz nachschauen. Hier will ich es drin lassen, habe ich mir überlegt. Der Fabrikator hat seine Dienste geleistet. Den können wir schon mal ausschalten. Und wir können zumindest ein bisschen Benzin mit. Das Öl nehme ich mit runter. Brennstoff nehme ich mit runter. Ah, guck. Die Schmieden will ich noch mit runternehmen. Metalle und so machen wir morgen. Ansonsten machen wir morgen. Den habe ich leider falsch gebaut. Den habe ich jetzt mal als Ersatz noch hier drin. Das passt auch. So, Leute, dann können wir eigentlich los. Kühlschrank müssen wir noch ausräumen. Das machen wir dann aber auch offscreen. Das war's. Wir gehen einfach. Leute, wir gehen einfach. Ich glaube, das meiste müsste ich dabei haben. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Karkinos rein. Beziehungsweise hier müssen wir kurz aufsperren. So, mein Freund, jetzt ist erstmal gut mit Wandern. Du kommst mit runter ins Verlies. Wandern deaktiviert. Ach so, ich kann jetzt nicht. Weil ich den Balbi... Ich habe Wandern deaktiviert. Wieso bist denn du noch aktiv? Aktiviere Wandern? Nee. Du könntest mir aber folgen, mein Freund. Einer folgt. So, du kommst mit raus. Wir müssen nämlich draußen zum Karkinos. Der muss dich tragen, verstehst du? Dann nehmen wir den noch mit und den Stego. Das andere offscreen. Dann haben wir alle Tiere unten und die Spinos sind noch da. Wo ist denn der jetzt? Kommst du? Kommst du, mein Freund? Da bleibt er jetzt stehen, weil ich stehen bleibe. Pass mal auf. Einer anhalten. Ich muss den kurz umsetzen, dann passt es schon. Den nehmen wir ja heute nicht mit. Und der hat auch nichts gelagert bis jetzt. Genau, das ist der Offscreener. Den mache ich mit Pupsi zusammen, dass Pupsi sicher ist. Nochmal kurz reingesessen. Blöd hingestellt. Blöd hingestellt. Blöd hingestellt. Oh, einsammeln. Wenn es schon hier rumliegt. Und da sind noch Perlen, die nehmen wir auch noch mit. So, du wirst es sein. Mal gucken, ob der überhaupt noch laufen kann oder ob er schon wieder zu schwer ist. Nee, passt alles, Leute. Komm, mach mal nicht lang rum. Jetzt habe ich das Bulbdog-Licht. Wie war das wieder? Ich drücke hier drauf. Nee, das war cooler. Das war auch... Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Muss ich mich noch ein bisschen einfinden. Ich will das tatsächlich auf der Maustaste belegen. Und das ist, da es möglich ist, ist es richtig gut. Ne? Pass mal auf, das war diese Emote-Taste. Dann hier, dann habe ich hier auf die Maus gedrückt. Muss man halt jedes Mal irgendwie neu machen. So, und jetzt kann ich aus und an. Sehr schön. Dann schnappe ich dich. Wo ist der Käfer? Wo ist denn jetzt der Käfer? Wo ist der Käfer jetzt hin, Leute? Da ist er. Der ist er folgen deswegen. So, Käfer haben wir, Stego haben wir. Jetzt muss man nur noch hier raus, ohne dass ich die Tiere verliere. Die bleiben hier gern ab und zu mal hängen, wenn ich durch so ein Tor gehe. Alles klar. Dann probieren wir mal unser Glück. Der Käfer noch da? Siehst du, der Käfer ist weg, Leute. Ja, aber da muss ich holen. Ich krieg den nicht anders. Die Frage ist nur, wo der jetzt ist. Der hängt da im Tor drin. Kann ich den von hier nehmen? Das wäre super. Schauen wir mal. Ja, da ist er, der Dungbeetle. Wow, ist jetzt Nacht, was haben wir denn? Oh, und auch noch die lange Nacht. Egal, wir haben einen Bulbdog, wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir kennen den Weg. Was soll uns jetzt noch passieren? So, meine Lieben. Letzte Karkinos-Runde, die andere mache ich offscreen. Morgen dann die große Karawanengeschichte. Und dann werden wir auch demnächst wirklich mal an der Hauptbasis alles so weit vorbereiten, dass da auch wirklich jeder Futter hat. Und machen dann mal so eine Fluggeschichte von der Hauptbasis bis hierher. Das würde mich schon auch interessieren. Welcher Weg ist denn nachts jetzt der beste? Ich sehe nämlich hier kaum was. Hier müssen wir auf jeden Fall mal rüber. Wegen den Rockdrakes, ne? Das sind ja so zwei, drei kleine Rockdrakes hier immer am Anfang gewesen. Da will ich ungern in die Fronten geraten heute. Genau reingehüpft, Alter. Genau reingehüpft. So, hier durchgeschlichen. Beide Tiere noch da. Siehst du, jetzt haben wir es bald leer gemacht. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand gewesen jetzt, wie notwendig gewesen wäre, hätte ich mich da nicht so ausklebt. Aber hey, es war in dem Moment genau richtig, ne? So, hier wird dann momentan unser Aufweg sein, gehe ich mal von aus, bis wir einen Rockdrake haben und auch wirklich dann entsprechend klettern und fliegen können, also so gleiten können. Und bis dahin müssen wir natürlich, wenn wir oben was machen wollen, so hoch. Oder mit Schnellreise natürlich, ne? Und je nachdem, was wir vorhaben. Ich will ja auf jeden Fall noch große Raptoren irgendwann finden. Weiß ich noch nicht genau, wann wir das machen, wie wir das machen. So, ich sehe keinen Rockdrake, aber das ist nicht unbedingt das Zeichen, dass keiner da ist. Wenn die da in ihrem Predator-Modus drin sind, ne? Hier vorne war eigentlich immer einer. Da hopfe ich jetzt schon mal von vorne weg einfach, weil ich es bin. So. Ich habe was gehört, ihr auch?
Irgendwas habe ich gehört. Hier ist nochmal so ein Torbogen und da müssen wir da vorne eigentlich nur links und dann sind wir, glaube ich. War da nicht einer gerade? Nee, das sind diese Giftspucker. Die Giftblutspucker. Schaffst du das bis hier hoch? Wow! Haha, so ein Kakidos ist einfach eine spaßige Geschichte. Gibt's nix, oder? Da gibt's doch nix, Leute. So, hopp da mal kurz raus hier aus dem Gestrüpp. Und dann musst du hier links rum. Hier, guck mal den breiten Weg an. Wir werden hier noch sehr, sehr viel Spaß haben, glaube ich. Aber unser Ziel ist trotz allem, und wenn es ein kleiner ist, mal einen Rockdrake uns irgendwann mit einer Kamikaze-Aktion rauszuholen. Da vorne läuft einer. Den haben wir das letzte Mal schon ziemlich nah gepullt. Habe ich den Käfer noch? Ja. Oh, gut gelandet. Dann pullen wir den nämlich nicht. Sehr schön. Ich höre den Wasserfall schon. Das ist das Zeichen, dass wir nicht mehr lange haben. Dann sind wir da. Und hüpf. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Kennt man von Biedermeier noch, ne? Hü-hüpf. So, hier musst du sowieso ins Wasser. Auf geht's. Lali-lalum. Ah, kriege ich mich noch gefangen? Ja, super. Wenn man praktisch während dem Sprung rückwärts lenkt, dann bremst er sich ab, der Kakinos, ne? Deswegen, von hier vom Rand wegspringen ist gescheiter. So, Leute, wir sind da. Wir haben es mal wieder geschafft. Ich habe noch Licht auf dem Buckel. Das heißt, keine Nameless-Attacken. Wir hopfen direkt rein. Wie gezielt ist doch. Aber der braucht hier normalerweise nicht reinhopfen. Der kann drüber klettern. Jetzt habe ich den Mistkäfer verloren. Den muss ich jetzt wieder einsammeln. Normal klettert er mir hier drüber. Lieber Dank, Beetle. Komm. Ich bring dich in dein sicheres Zuhause. Ich würde sagen, wir landen ungefähr hier mal. Ist er noch dran? Jo, er ist noch dran. So, Leute. Es wird natürlich immer enger hier. Das heißt, wir werden auch Prioritäten aufstellen die Tage. Bezüglich, wo bauen wir als erstes. Und ich würde fast sagen, die Kakinos-Auslagerung, die sollte mit Vorrang haben. So, mein Freund. Jetzt pass auf. Jetzt haue ich mal den hier kurz da rein. In der Hoffnung, dass da nicht gleich ein Nameless kommt. Nimm dich hier. Dann nehmen wir dich hier mal mit rein als erstes zu deinem Kollege. Wo ist denn der andere Käfer? Da hinten. Wieso habt ihr euch umgesetzt? Der ist doch immer noch auf Wandern, der Kerle, verstehst du? Ja, nicht gerade an die Schmiede, Alter. Sonst macht's dir noch weh. So, haben wir gut geschafft. Sind wir gut durchgekommen. Jetzt muss ich das nochmal ganz kurz hier verhalten. Aktiviere Wandern. Dann nochmal verhalten. Wandern deaktivieren. Die sind manchmal ein bisschen buggy, die Käfer. Passt ja gut, ne? Verhalten, Wandern deaktivieren. Ach, der war gar nicht deaktiviert. Komisch, ich dachte, ich hab's gemacht. So, meine Lieben, das war die Geschichte. Ich schnapp mir wieder einen Bulbdog. Jetzt muss ich mal gespannt, ob es geht. Ne, geht nicht. Also jedes Mal, wenn ich ein Tier neu aufnehme, muss ich es auch neu einstellen. Boah, ist ja kein Problem. Ich finde es halt geil, mit der Maus das zu steuern. Mal gucken, vielleicht kann man das auch irgendwie fest einstellen. So, Leute, es wird natürlich hier immer enger. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wir ziehen uns kurz was an, damit wir hier Überraschungsangriffe auch gut aushalten. Ich würde sagen, unsere Eisenrüstung, dafür haben wir sie nämlich. Icy, icy, icy. Wir brauchen unser Fleisch, wir brauchen die Pilze. Und ich habe doch eigentlich auch, ja, dann nehme ich halt das Wasserglas. Habe ich übrigens auch probiert, kam der Hinweis von euch, dass ich das Beet mit Wasser befüllen kann. Von Hand. Und dass ich dachte, ich muss da 10-mal rennen oder so. Ist gar nicht so. Man kann das ganz locker befüllen mit einem Glas Wasser, ne? Jetzt muss ich nur mal gucken, wo habe ich denn die Samen hingemacht. Vielleicht können wir schon mal eins einpflanzen. Hier. Nehmen wir mal eins mit vor. Ziehen die Rüstung aber auch an. Nicht nur ins Inventar legen, da bringt es uns nämlich nichts. Flup, flup, flup. Thema durch. Und dann zeige ich euch gleich mal den Fahrstuhl. Den habe ich natürlich wieder aufgebaut. Habe beim Aufbauen auch schon die nächste Idee gekriegt für einen zweiten Fahrstuhl. Jetzt pass auf, Leute. Pass mal auf. Jetzt machen wir hier erstmal los. Es ist tatsächlich noch bewässert. Es ist aber nicht gedüngt. Das heißt, ich muss auch noch Dünger holen. Wo war denn der wieder? Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen. Da werde ich mir was einfallen lassen. Dass ich hier nicht in die Giftwolke reinhüpfe. Welchen Kakinos haben wir gerade geholt? Der hat nämlich normalerweise Dünger dabei gehabt. Der war es nicht. Offensichtlich war es der. Die sind auch alle recht annehmlich mittlerweile, ne? 115. Hier ist Dünger. Ich würde sagen, wir nehmen mal zwei Dünger raus. Was ich auf jeden Fall machen will heute, ist das Tool. Die Dings will ich setzen, das will ich setzen, das will ich setzen, das, das, das. Eigentlich will ich alles setzen. Fällt mir gerade mal so auf. Weiter geht's wieder vor. Können wir unsere erste Pflanze da vorne professorisch aufbauen? Weil da ist an dieser Ecke ist immer was los. Wenn ich es mal verpeile, guck mal, schon wieder so ein Böbbel. Ich muss nur mal aufpassen, nicht, dass das Ding plötzlich losgeht wie so ein Torpedo. So, pass auf. Als erstes hauen wir jetzt hier mal Düngerles rein und Sämchen. So, theoretischerweise müsste das jetzt alles so sein, wie es sein soll. Aber vielleicht haben wir hier kein Licht, Leute. Da habt ihr... Doch, 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 sie kommt. Doch, sie kommt, Leute. Gedüngt ist,
Wasser ist drin, da achte ich ein bisschen drauf. Dann haben wir hier schon mal die erste Z-Pflanze, während wir hier bauen. Die baue ich später wieder ab, ist jetzt die schön, ne? Jetzt kommt's. Ihr wartet bestimmt schon die ganze Zeit drauf. Ihr habt es vorhin im Augenwinkel schon gesehen. Hier, ich habe den großen... Wieso hängt der jetzt hier so durch? Alterle. Und ich habe die ganzen Ravager hier gehabt. Das ist aber nur noch die Hildegard da. Da stimmt was nicht, Leute. Da stimmt was nicht. Oh oh. Da stimmt irgendwas nicht. Wieso ist... Wo sind die anderen Ravager jetzt? Ich habe alle hochgeholt. Da hinten sind sie. Boah, ich dachte schon, die sind weg. Also das geht nicht, dass ich sie auf dem Fahrstuhlplatz hier in Sicherheit bringe. Oder kamen die durch den Angriff hier vorgeschossen? Das kann natürlich sein, Leute. Dass der auf Angriff steht hier. Pass mal aufs Gift auf. So. Wo ist denn der andere? Einer fehlt noch. Ich reite die mal kurz weg. Ich bin tierisch erschrocken. Ich dachte, ich habe Tiere verloren. Ich habe aber extra darauf geachtet die letzte Zeit, weil wir sie jetzt verteilt haben auf der Map, ob irgendwas passiert. Und da war kein Angriff. Ich dachte schon, wahrscheinlich durch die Nameless vorhin, hundertprozentig, dass die da vorgerannt sind zum Helfen. So, hier ist unser kleines Rudel. Jetzt pass auf, wir fahren mal hoch. Wir fahren jetzt einfach mal hoch, ganz gediegen. So. Und dann will ich so in die Basis reinfahren mit dem großen Fahrstuhl hier. Gerade wenn wir dann von der Tour kommen, wenn wir, was weiß ich, drei Ravager voll haben mit Material, hier hochfahren und hier soll dann der Ort des Geschehens auch sein. Hier werden wir so ein paar Schränke aufsetzen. Hier möchte ich dann tatsächlich eine, das wird vergrößert, das wird weiter vorkommen. Da vorne kommt ein Tor hin, rechts geht es zu den Kakinos, da werden wir auch Turrets aufbauen und so weiter. Und hier kommt dann die Fläche hin. Hier kommt dann die Fläche hin, wo dann auch die Tools später funktionieren. Ich sage deswegen später, weil mir ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir sie überhaupt mal gebaut oder hingesetzt haben, dass sie aktiv werden. Und dann bauen wir erst links aus und dann rechts aus. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt haue ich das mal alles hier runter. Was war denn jetzt nochmal was? P war Pillar, glaube ich. Das waren die Säulen, das war die Wall und das hier waren die Squares. Das bedeutet, ich kann hier mit den Squares einfach schon mal das Ding da hinsetzen. Dann würde ich gerne einfach mal jetzt anfangen. Einfach anfangen, Voucher. Pass mal auf, was ich noch nie gebaut habe, ist dieser Labortisch. Ist auch ein eine riesen Schüssel. Setz mal jetzt erstmal hier hin. Wir beiden wahrscheinlich eine Steckdose brauchen, ne? Ne, das steht schon mal betriebsbereit. Braucht der überhaupt Strom? Das weiß ich gar nicht bei dem. Oh, was kann ich denn hier machen? Was ist denn das hier? Engram Bauplan Benzin. Ist das ganz normales Benzin? Sieht anders aus, ne? Dazu bestimmt sich ihn zu verbrauchen. Sehr interessant. Hier. Genau. Richtig, sehr gut. Sehr gut. Was haben wir hier noch drin? Ah, genau. Auch, oh, 20 Bären und 4 Verdorbene. Das heißt, es macht erstmal auf einen Schlag mehr Zeugs, ne? Das ist schon mal wichtig. Dann haben wir nämlich da auch einen Vorteil. Jetzt pass auf. Was haben ich noch vorgehabt? Ach ja, die Schmiede. Hier ist eine Steckdose, die setzen wir mal einfach hier hin. Zur Sicherheit, würde ich sagen. Jetzt setzen wir die Schmiede noch auf, Leute. Ist jetzt nur provisorisch, ne? Die bleibt da nicht. So, pass auf. Boah, ja, das war mir schon klar, dass die hier nicht bleibt. Pass mal auf. Boah, ist das ein Wäscher. Ist das ein Wäscher, ne? Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Warte mal, ich muss das nochmal so machen. In die Richtung hätte ich sie gerne gesetzt. Genau. Ah, da suchen wir uns einen schönen Platz für die Leute. So ungefähr. Ein bisschen weiter rüber. Nicht runterfliegen. Ja, so ungefähr. So. Nochmal kurz raus. Ist nur provisorisch, aber trotzdem soll es gerade sitzen. Boah, Leute. Boah, ist das geil. Was ein Aperillo. Dir ist heiß. Du solltest bald einen kühleren Ort. Kann es sein, dass es jetzt gerade durch die Schmiede so heiß wird? Oh ja, ich glaube, Leute. Guck mal, sobald ich da hinkomme, brennt er schon. Guck mal. Oh, macht er da. Wahnsinn. Trotzdem, ich will ja mal reingucken. Hier Eisen. Das sieht aber eher so normalo aus, ne? Benzin. Ich glaube, das brauchen wir. Müssen wir die mit irgendwas heizen? Ich habe gar nicht geschaut, Leute. Boah, er zieht sich halt hier richtig eins rein, wenn er mal kurz hingeht. Ist das ein Wäscher? Da freue ich mich drauf. Da suchen wir einen schönen Platz. Da wird ein richtig schönes. So ein richtig schönes Lager-Werkstätten-Ding. Ich bin total weg gerade. Was sind das für Geräusche? Ich habe doch noch Licht auf dem Buckel, ne? Da unten, der rennt auch da unten rum. Momente mal halt, Momente mal. Bist du auf Folgen, Alterle? Jo, er ist auf Folgen, deswegen hüpft er noch rum.
ausmachen. Darf mir keiner folgen hier, Leute. So, jetzt muss ich den Fahrstuhl nochmal holen. Sollen wir den Baldock gleich umswitchen? Oh, wir sind schon wieder zeitlich durch. Jetzt haben wir das zumindest zusammen gesehen. Ich befülle jetzt. Ich befülle jetzt alles, Leute. Jetzt muss ich erstmal den Fahrstuhl wiederholen. Da kommt schon. Das habe ich mir halt so gedacht, dass man mit diesem Fahrstuhl nach dem Farmen, wenn wir unterwegs waren, einfach hier raus und direkt in die Basis hochgefahren, in die Werkstatt rein. Ich finde das total gut. Ich habe auch so ein Teleporter-Teil gefunden und freigeschalten. Das würde ich mir dann vielleicht fürs Schlafzimmer machen. Alter, das muss irgendwo hingebaut werden, wo es uns nicht tötet. Wahnsinn. Was habe ich denn noch gehabt, was wir hier aufstellen wollten? Genau. Den Fabrikator natürlich auch vorübergehenderweise. Den setze ich jetzt einfach mal hier hin. So, betriebsbereit ausschalten. Alles klar, jetzt haben wir die Tools, jetzt können wir hier schön produzieren, damit wir entsprechend die Basis hier ausbauen können. Habe ich jetzt alles gesetzt? Ich gucke nochmal ganz kurz rein, Leute. Dumm, Benzin. Ich habe noch mehr Benzin. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich es habe. Ah ja, den Futterdruck wollte ich auch noch setzen. So, hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Nach dem Karawanenumzug morgen bleiben wir dann 2, 3 Folgen, 4, 5 vielleicht hier unten. Bauen uns das schön aus. Da hinten kommen die Gärten hin, Tor Nummer 1. Da hinten Kakinosplatz am See, kleines Floß, kleiner Hafen, Turrets, Tor Nummer 2. Ich will natürlich in der Höhe überall hinkommen auch. Und vielleicht bauen wir uns hier oben, Leute, wo ich jetzt hinschaue, das Schlafzimmer hin. Mit so einer Cliff-Plattform. Müsste ich mal probieren, ob die funktioniert. Und dann werden wir es uns hier schön gemütlich machen. Die Tiere kommen dann auf jeden Fall ein bisschen auseinander. Die Spinos werden am Tor Wache schieben. Die Kakinos kommen an den Wasserplatz hinten. Und dann passt die Geschichte. So, ich befülle dann die Tools. Was waren hier eigentlich? Ja, guck mal, hier habe ich nämlich ganz viel Benzin reingelagert schon. Hau mal... Ne, du brauchst, glaube ich, im... Wer lief? Der hier lief auch mit Benzin, oder? Ich glaube, der brauchte noch Benzin. Wieso ist der... Wieso außen anschalten? Verstehe ich gar nicht. War das der? Keine Ahnung, ich räume mal das Zeug hier ein. Hier ist es, glaube ich, sicherer wie unten. Einfach mal alles reinräumen, was wir jetzt momentan am Mann haben. Dann ist es schon mal safe. Also, wir sehen uns morgen zum Umzug, Leute. Letzter Umzugstag. Bis dahin habe ich hier schon Material durchgejagt. Wahrscheinlich schon das ein oder andere am Fundamenten hier erweitert, dass wir ein bisschen Platz haben, uns zu bewegen. Hier ungefähr auf der Höhe, wo ich jetzt stehe und hinschaue, wird dann natürlich später die Werkstatt sein. Das Ganze wird noch ein bisschen weiter rausgezogen. Gerade jetzt, weil ich die Schmiede habe. Hier ein bisschen weiter rausgezogen. Ja, das passt schon, Leute. Es soll richtig gemütlich werden und schön. Ich freue mich auf morgen. Noch einen schönen Nachmittag für euch und bis morgen, meine Lieben.